Alles klar, und damit hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Paper Mario. Ja, ich habe schon ungefähr eine Woche nicht mehr gespielt. Heute ist auch der Sonntag, also ein Tag vor Veröffentlichung der Folge. Ich weiß aber, dass wir noch ganz viel zu tun haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Daher gehen wir gleich mal weiter. Vielleicht erreichen wir ja heute was. Ich weiß auch gar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben hier gegen irgendwelche Viecher gekämpft und ja. Was noch mehr war, weiß ich gar nicht mehr. Aber hier war, glaube ich, noch ein Viech. Das ist jetzt schon tot. Irgend so ein Koopa oder sowas. So, was war unser Ziel? Da kommen wir nicht durch. Leider. Früher oder später werden wir dort aber durch müssen. Wir müssen irgendwie da hoch oder alternativ mal in diese ganzen Dinger rein. Da sind auch Rissstellen oder Bruchstellen in der Wand. Aber was das jetzt zu bedeuten hat, keine Ahnung. Cool, ich könnte da sogar rein. Ich habe nur keine Ahnung, ob das jetzt das ist, was wir machen sollen. Oh fuck, ey. Ich hätte echt mal schauen sollen, was wir letzte Folge getan haben. Vielleicht war das dumm von mir. Ich meine, ist ja kein Problem, wir können ja hier mal schnell durchlaufen. Stimmt, hier war eine Sackgasse, das weiß ich noch. Hier war fertig. Dann gucken wir uns nochmal in der anderen Richtung um. Was da ist, und dann gehen wir da hoch und gehen weiter. Nur mal sicher gehen, dass da nichts ist. Was ist denn hier? Ach, richtig. Nee, hä? Ja, doch, nein. Mit denen konnten wir, glaube ich, nichts machen, gell? Nee, hier ging nichts. Aber hier waren wir auch schon, das stimmt, ja. Hallo? Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, da könnten wir jetzt hinkommen, weil der Raum, wo wir jetzt hingehen, der ist ja genau da drüber. Hm, schauen wir mal. Bin mal gespannt. Zack, Tür offen. Tür offen, Mario drin. Heilige Scheiße, was ist das denn? Oh, das ist perfekt, glaube ich. Oh nein, sieht so aus, als sei Mario hier. Oh oh. Das sieht mir nach sehr gefährlichen Fallen aus. Können wir das irgendwie umgehen? Wir könnten hier weiterlaufen. Hm, okay, dann gehen wir da weiter. Keine Ahnung, was der will. Oh, das ist nice. Das ist sehr nice. Das gefällt mir, danke. Hallo? Hätte ich das gewusst, hätte ich noch so weit weitergespielt. Alles klar, sehr schön. Hier können wir auch raus, ne? Nee, können wir nicht. Oh, das ist ja gemein. Oh, da hinten ist ein Schatz. Ein Schatz, oh. Ich will diesen Schatz haben. Gut, jetzt mit der neuen Speicherung in der Hand können wir also rausfinden, was dieses mysteriöse, komische Ninja Koopa-Viech da, der Teenage Mutant Ninja Koopa, was der da gemacht hat. Stand jetzt könnte das ganz schön gefährlich sein. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Der hat da irgendwas gemacht. Soll ich das wirklich? Ach komm. Oh, das war mir so klar. War absolut klar. Wahaha, Loser! Geschieht dir ganz recht? Bist drauf reingefallen? Hm. Oh. Die sind bestimmt böse auf uns, oder? Oh, was war das? Wo kommen die denn her? Oh, ich hab mich gefragt, wer du wohl sein magst, aber bist du doch Mario, oder? Ja, bin ich. Wieso? Ja, also ich hätte dich in einer Million Jahren nicht hier erwartet. Also das ist schon ganz schön krass. Kann ich ein Autogramm haben? Na klar. Schreib, 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 schreib. Hier hast du. Danke. Und wer bist du? Ja, wer weiß ich? Also ich bin Bombette.
Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin ein Bob-Omb. Ja, doch, das sieht man dir tatsächlich an. Oh, schön, dich kennenzulernen. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Hier könnten wir uns heilen. Was sagst du denn? Diese stinkenden Cooper-Brüder haben uns viel zu harter Arbeit gezwungen. Wir mussten 25 Stunden am Tag schuften, das muss ich mal geben. Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Das ist doch genau das Problem. Niemandes Leben sollte nur aus Arbeiten bestehen. Ich brauche Freizeit, um etwas zu erschaffen, wodurch sich die Welt an mich erinnern wird. Boom! Du machst doch eh noch kaputt. Halt die Fresse! Oh, wie lange müssen wir noch in dieser Zelle bleiben? Langsam verliere ich die Hoffnung. Und ich bin hungrig und traurig und zornig und wütend. Ja, jetzt bin ich wütend. Langsam bin ich wütend jedenfalls. Ich bin sehr sauer. Ich will raus, raus, raus. Sofort habt ihr mich, Koopas. Das war jetzt nicht die perfekte Stimme für den. Wir Bob-Omb wurden hier von den Koopa-Brüdern eingesperrt. Wir konnten nichts dagegen tun. Früher waren die Koopa-Brüder voll cool, aber Kami, Koopa mag sie und jetzt sind sie total eingebildet. Vorher waren sie einfach nette Jungs aus Koopaheim. Das hat völlig gereicht. Vielleicht hat sie das Verlangen nach Abenteuern einfach übermannt. Das weiß man nicht. Tut mir leid, aber ich werd mich den Tyrannen nicht mehr fügen. Diese Koopa-Brüder, die können den Stolz des Bob-Ombs nicht brechen. Daher setze ich alle meine Kraft ein, um einen Weg zu finden, hier rauszukommen. Der Winkel, die Vektoren. Oh, es ist so kompliziert. Gleich geht mein Kopf in die Luft. Oh, 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 nein, lieber nicht. Hast du sonst noch was zu sagen? Was sagst du? Ja, also, wie sieht's denn aus? Sag mal, warum genau bist du eigentlich eingesperrt hier? Ach so, ja, das ist ganz einfach, weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Wie meinst du denn das? Ja, also zumindest für diese zumindest für diese schlappschwänzigen Koopa-Brüder. Wow, du bist aber ganz schön direkt. Ja, so bin ich halt nun mal. Zuerst habe ich ebenso wie in anderen Bau-Oms nur hier gearbeitet. Aber diese Koopa-Brüder, als Bowser an die Macht kam, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen explodiert. Tja, das war wohl ein Fehler. Ja, kann schon sein. Die Koopa-Brüder fanden das jedenfalls gar nicht so komisch und deswegen sitze ich jetzt hier im Kittchen. Das ist auch doof. Ah ja, und dann haben sie auch noch andere Bob-Ombs eingesperrt, weil sie halt einen Aufstand gefürchtet haben. Ja. Eine Bob-Omb-Rebellion. Ja, was sagst du dazu? Weiß ich jetzt nicht. Da könnte ich, glaube ich, nicht helfen, weil ich bin kein Bob-Omb, aber... Ja. Achso, ja, es ist eine lange Geschichte. Schon kein Problem. Egal, Mario, wir wollen jetzt hier raus. Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte, bitte, bitte. Wenn du uns hilfst, verspreche ich, auch dir zu helfen. Klar, was möchte ich machen? Oh, wie schön, Herz. Von jetzt an wollen wir für immer Freunde sein. Okay. Wir werden ein super Team sein, Mario. Was? Bombette gehört nun zum Team. Ach, das ist ja schön. Drücke nach unten, um Bombette... Was? Drücke nach unten, um Bombette auf einen explosiven Spaziergang zu schicken. Sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schalter zeitverzögert aktivieren. Im Kampf kann sie einen Gegner am Boden mit Bodyslam angreifen oder mit Bombe gehörig Respekt einflößen. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von hier verschwinden können. Ich habe eine Idee. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Okay, dann sag du zuerst. Ich hab dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ich kann explodieren. Pass mal auf. Du blöde, schlappschwänzige Wand. Ach so, wenn ich irgendwo vor einer Wand stehe... Das möchte ich gerne nochmal lesen. Hallo? Wenn du irgendwo Sprünge in einer Wand siehst, kann ich sie wahrscheinlich zum Einsturz bringen. Ach so. Versuchen wir es doch mal hier. Schnauf, schnauf, geh in Deckung. Das hat ja super funktioniert. Vielleicht müssen wir auch hier was sprengen. Das geht immer noch zur Seite, ne? Das ist ein bisschen arg eingeschränkt, muss man sagen. Dann vielleicht von hier? Nicht nah genug dran. Ja. Kleine süße Bombette. Oh! Wer hätte das nur denken können? Hast du es gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Fragezeichen. Oh, ein Fluchtweg! Mensch,
Ich habe bis jetzt noch nie daran gedacht, das auf diese Art und Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer nur an derselben Stelle in die Luft gegangen bin. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Naja, egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden. Das gilt für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich nur kann. Ruf nach mir und ich bin da. Herz. PS, ich liebe dich. Bist du noch frei? Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie so halb an Peach vergeben. Keine Ahnung. Ah, das ist aber schade. Genug geplaudert. Ich habe noch eine Rechnung mit diesen blöden Brüdern zu begleichen. Yo, Leute, ihr könnt gehen. Okay, ich heile mich trotzdem mal. Katsching. Leute, ihr könnt gehen. Das ist denen scheinbar egal. Die wollen wohl weitermachen, weiß ich nicht. Wow, diese Kamerafahrt, ne? Wow. Ey, was soll der Krach? Falls ihr Bob Omb es vergessen habt, innerhalb der Festung ist es mit Ausnahme von Notfällen strikt untersagt zu explodieren. Hallo du. Was zur Mario? Was machst du hier? Kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar, warte, hast du Papier? Ja klar, hab ich hier. Kritzel, kritzel, schreib, schreib, schreib. Hier hast du das Autogramm. Geil, danke, das werde ich meinem Sohn zeigen. Alter, der wird so glücklich darüber sein. Ja, auf jeden Fall willst du hier nichts Gutes machen. Also, Attacke! Autsch. So. Bombett, erzähl doch mal Fähigkeiten. Bombe. Eine Explosion, die einen Bodengegner trifft. Body Slam. Rammt einen Gegner. Ich kann immer nur den ersten halten. Ja, okay, dann versuch das. Achso. Oh. Der ist dagegen immun. Ja, das ist ja scheiße. Ach du Kacke, ich hab das Timing nicht mehr drauf. Aber wenigstens das ging. Huh. Zumindest ein bisschen was. Gut, zuerst wieder Bombett. Oh, das war gleich verkackt, ne? Ah, super. Mit der werde ich noch ein bisschen üben müssen. Drei jeweils haben die, ne? Der Hammer. Hä? Habe ich gerade gar keinen. Donnerblitz. Blitzschlag gegen einen Gegner. Angriffskraft 5. Den hebe ich mir auf. Das ist alles Heilungszeug. Der verjagt die Gegner. Ich habe nur Heilungszeug dabei, ne? Ja, dann bist du dran. Zumindest das ging gut. Das ging auch gut. Sehr schön. Nein, das war zu knapp. Schade, schade. Ich will es jetzt nochmal versuchen. Das muss doch einmal. Oh, gut, ey. Ich habe ihn getötet. Und wie? Na super, jetzt bin ich wieder im Arsch, weil wenn ich jetzt angreife, dann geht die Bob-Omb hoch. Mann. Das will ich eigentlich auch nicht alles. Soll ich den Furchtigel mal ausprobieren? Ich will wissen, ob das funktioniert. Na, immerhin einen verjagt. Sehr schön. Bisher nur einen Schaden in dem Kampf. Zack, so. Jetzt, Bombett, ist deine Aufgabe, hier irgendwie alles richtig zu machen. Du kannst es schaffen. Ja, Bombett ist das ja relativ egal. Die kann den Schaden ja gerne nehmen. Ach du Kacke, ey. Das ist ganz schön schwer. Einen haben wir verjagt. Jetzt kriegen wir noch ein Kohle. Die sind immer noch weiter im Knast. Was sagen die jetzt? Das will ich jetzt doch nochmal schnell schauen. Ob die immer noch sagen, oh fuck ey, ich bin gefangen, ich komme hier nicht mehr raus. Das will ich dann nochmal wissen. Alter, diese Kamerafahrten, ne? Verrückt. Lasst uns von hier verschwinden! Ich war traurig, zornig. Doch jetzt bin ich froh. Freiheit, juhu. Dann geh doch. Ich hab so viel nachgedacht, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, einfach die Wand zu sprengen. Du bist echt voll klug. Mach dir keine Sorgen um uns, Mario. Wir finden schon einen Ausweg. Ja, klar. Ich mach mir keine Sorgen um euch. Okay. Alter, diese Kamerafahrt, die flasht mich gerade. Unfassbar. Das ist mega gut gemacht. So. Gut.
Wir Bombette haben noch zwei, drei kleine Dinge zu sprengen im alten Raum, bevor wir dann weitergehen. Hier zum Beispiel. Warte, wie war es nach unten, ne? Sehr schön. Gut gemacht, meine süße kleine Bombe. Wir haben... Was hast du erhalten? Festungsschlüssel. Ausgezeichnet. Wunderbar. Alter Bombette ist jetzt schon der süßeste Charakter, den ich jemals gesehen habe. Ausnahme ist vielleicht maximal... Alter, diese Gefängniszelle, ne? Das ist die, da kann man einfach durchgehen, ne? Das ist unfassbar dämlich. Die muss man ja gar nicht aufsprengen. Was soll denn das? Naja, für die 100%. For the sake of 100%, yo. I sprengte it auf, glaube ich. So. Hier kommen wir auch noch hoch, ne? Ja. Nein! Was? Okay. Komme ich hier nicht hoch? Da, dann gehe ich weiter. Tralala, 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 juhai, sasa. Och, wie süß die Alter, das ist mein neuer Lieblingscharakter. Kumbaria, du hast keine Chance gegen dieses wunderschöne, schnucklige, süße kleine Ding. Ich verlieb mich gerade in Bob Oms. Sie ist wundervoll. Sie ist absolut wundervoll. Dieses. Oh, sie schnuckelig. Oh. So, gut. Das speichere ich gleich. Ich hab's geschafft. Speichern! Yeah! Alles klar. So, gut. Trotzdem, meine liebe Freundin, muss ich dich kurz gegen Gumbadio austauschen. Erzähl doch mal. Dies ist die Festung der Koopa-Brüder. Eins waren hier nur noch Ruinen, aber ich glaube, die Koopa-Brüder haben alles wieder aufgebaut. Ganz schön groß, ja, und auch sehr stabil. Na, das ist, das hat er schon erzählt. Dieser Ort ist riesengroß. Bevor die Koopa-Brüder hierher kamen, war die Festung voller Bob-Oms. Ich glaube nicht, dass die Bob-Oms die Festung erbaut haben, aber sie kümmern sich darum. Aber da sie ständig explodieren, sind die Wände mit Rissen durchzogen. Ja, das ergibt Sinn. Hey, da kann man raus. Cool. Einmal Bombett, bitte. Dein Einsatz, Süße. Ach, sie putzig, ey. Oh. Süß. Denn hier ist eine geheime Schatztruhe. Hoppala. Und drin ist... Was hast du erhalten? Du hast den Rabattorden erhalten. Für verbrauchte Items werden einige Münzen zurückerstattet. Och, das ist ja cool. Ich meine nicht, dass mir das irgendwas bringt, aber egal. Wie ist denn das? Ich gehe mal ins Menü. Welche Orden habe ich überhaupt an? Ich hätte gerne einen Erstschlag verhinderter Orden. KP plus... 5 mehr KP. Ah ja, das ist das mit dem... Oh, der ist so geil. Verhindert, dass du von einem Erstangriff getroffen wurdest. So. Schwindelhieb, Zahltag. Je mehr Schaden Mario nimmt, desto mehr Mützen erhält er. Okay, ja. Ja, das haben wir gerade bekommen. Das ist der Hammerwurf, der Power Dautzen, der Power Sprung. Das wollte ich mal ausprobieren, genau. Dafür müsste ich meinen Erstangriff abgeben oder die KP Plus, aber KP Plus ist auch wieder kacke, das will ich eigentlich gar nicht abgeben, ne? Wie weit hab ich noch bis zum nächsten? Ich hab 94, okay, gut. Das ist alles kacke. Ich behalte das KP Plus noch drauf bis zum nächsten Level ab, dann hole ich mir KP und nehme mir dafür den Orden ab und werde dafür den Power Bouncer, oder wie der heißt, mal einsetzen und probieren, wie weit ich komme. Ich habe da nämlich schon einige Dinge, wo ich mir denke, doch, das könnte man mal tun. Und wir laufen, Ich habe ja jetzt gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Keine Ahnung, habe ich gespeichert? Doch, alles klar, habe ich gesagt. Dann habe ich ja Gumbadio gefragt. Haha, das hast du dir so gedacht. Ich habe da so einen netten Orden, du kleiner Drecksack, du. So. Zack. Sehr schön. Schön üben. Fähigkeiten. Jetzt schauen wir uns mal die Bombe an. Eine Explosion, die einen Bodengegner trifft. Drücke A so schnell wie möglich. Alter! Wie geil, ey. Hammer.
Oh, das war zu spät, leider. Auf Cooper bitte wechseln. Nix gegen dich. Und du tust strategisch mal nichts, sonst tut mir das weh. Nein, zu früh. Verdammt. So, gut, jetzt gibt's aber einen auch drauf, ja. Oh, wie süß, jetzt ist sie wütend. Haha, du kannst mich mal. Nein, wie peinlich. Ah, Mann, ey. Zack. Wenn ich die halt one-hitten könnte, wäre das alles kein Problem. Bumm. Weg ist sie. So, das waren noch 6. Das ist doch schon der Level up, ne? Jawohl, ist es. Sehr gut. Oh, und das heißt, wir sind wieder voll aufgefüllt. So, die KP gehen bitte hoch. Aber wenn ich die Ordenpunkte hochsetzen hätte können, aber nein. Mach ich nicht. So, jetzt, da will ich nicht hin. Ich möchte gerne das Startmenü. Weg. Dafür hau ich den mal rein, auf jeden Fall. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Ja, das ist nichts Besonderes. Ja, mein Gott, dann nehme ich den halt noch mit rein. Einfach, weil ich es kann. Damit habe ich wieder nur 15 KP, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und hier gehe ich jetzt nochmal runter, speichere das und dann gehen wir weiter. So, jetzt kann ich nämlich ab und an diesen Powerbouts üben. Ich habe nämlich vor, den wirklich bis zur Vergasung zu können. Ich möchte einfach wirklich, ja, ich will den können. Ich will den wirklich, ich will wissen, wie gut ich den hinkriege. Wie viel da möglich ist. Wie viel sind so die besten Werte, die die Leute bisher bei so einem Powerbouts, heißt es, geschafft haben. Alles klar, schreibt doch mal so, was ist denn da so euer Rekord? Gibt es da irgendwelche Dinger? Ich will wirklich wissen, wie viel man da im Endeffekt rausholen kann. Wird der auch immer schwerer? Das schaue ich mir auf jeden Fall jetzt an. Ich werde den gleich mal einsetzen, weil ich echt wissen will, ob der einfach immer schwerer wird. Und wenn der nicht schwerer wird, dann wäre das ganz schön brutal, wenn man so überlegt, ne? So, die Frage ist, wo komme ich hin, wenn ich hier runterspringe? Ne, da will ich nicht hin. Das ist die Treppe, ne? Ja, das ist die Treppe. Hier ist nochmal Abkürzung, falls man keinen Schlüssel hat. Wir haben natürlich den Festungsschlüssel, damit können wir weitergehen. Oh oh. Okay, aber das ist easy. Nein? Ist nicht so easy? Doch, klar ist das easy. Wie gemein. Da muss man ja denken. Denken. Boah, gemein. Jetzt machen wir den eigentlich wieder aus. Bis hierhin war das jetzt nicht so schwer, sag ich mal. Aber wir sind jetzt hier oben, okay. Hä? Ich check irgendwie die Schwierigkeit an diesem Rätsel gerade nicht so ganz. Was ist daran bitte schwer? Also bis hierhin war das total easy. Nein? Haha! Vernichtet! Nur, dass dem das total egal war. So, ich will ihn jetzt mal ausprobieren. Kostet mich 3 Brüderpunkte. Wie viel kann ich dir denn im Endeffekt reindrücken? Was? Wieso ist der so langsam? Der wird schneller. Och nee. Ja, okay, das kann ja keiner ahnen. Boah, das kann ja keiner ahnen. Das kann ja echt keiner ahnen. Dass der einfach eiskalt... Der wird garantiert schneller, wetten. Ich setze ihn jetzt mal auf den hinteren ein. Bumm. Nein! Wieso? Nein!
Gemein. Gemein, gemein, gemein. Du bleibst mal schön liegen, du kleiner Drecksack. Oh, fuck, ey. Ich habe halt jetzt ernsthaft meinen ganzen BP dafür verschwendet, ne? Ich bin so ein Idiot. Will ich denn... Ja. Habe ich irgendwo einen Ort, wo ich den gut üben kann? Maximal im Dojo, ne? Aber da haut er mich, da verprügelt er mich wieder, aber ich kann wenigstens ins Toadhaus und mich heilen lassen. Ja, ich übe den da wahrscheinlich erst nochmal. So, jetzt könnte ich den Kampf im Endeffekt schnell beenden, indem ich hier einfach den Panzer durchrascheln lasse. Das wäre, glaube ich, ziemlich dämlich. Daher haue ich erstmal den Cooper weg und jetzt in jeder Runde einen Bob-Omb und so einen Scheiß. So, bis hierhin läuft das doch relativ gut. Zack. Du bist weg. Jetzt hau ich dir einen Cooper rein. Bumm. Eine weg. Haha, was willst du tun? Und die geben schon nur noch... Oh, das war zu früh. Die geben schon nur noch einen so einen Punkt. Das ist ja voll kacke, ey. Zack. Jetzt ist es sauer. Aber das ist uns egal, weil wir haben den Mega-Killer-Cooper. Bumm. Oh, ey, die geben ja echt gar nichts mehr, ey. Scheiß. Wenigstens haben wir ein bisschen Leben gekriegt. Hab ich nicht sogar noch so einen Schlüssel? Nee, hab ich nicht. Stimmt, den müssen wir jetzt erst holen, ne? Oh oh. Das ist ziemlich krass, aber ich weiß genau, wo wir jetzt hinkommen. Ich weiß ganz genau, wo wir jetzt hinkommen. Das ist sehr, sehr praktisch. So, ich würde gerne wechseln auf Gumbario. Das scheint der zentrale Bereich der Festung zu sein. Für mich sieht das hier alles sehr verdächtig aus. Ich frage mich, was sich hinter all diesen Toren verbirgt. Du nicht auch, Mario? Ja, doch, das frage ich mich auch. Komm mal mit, Gumbario. Okay. Diese Festung bleibt die ganze Zeit über gekühlt, weil sie ganz und gar aus Stein erbaut worden ist. Weiß nicht, hast du das nicht sogar schon gesagt? Das ist durchaus möglich. Aber okay, cool. So. Aha. Hallo, Gumbario, du musst mal kurz weichen. Jo, kein Problem, Alter. Können wir eigentlich Schaden davon nehmen? Nö. Ist ja süß. So, gib mir diesen Schlüssel. Danke. Was hast du erhalten? Den Festungsschlüssel. Gut. Weil wir jetzt so weit gekommen bin, würde ich sagen, ich gehe jetzt zurück und speichere, weil die 30 Minuten sind erreicht. Und damit auch alles, was ich jemals erreichen wollte hier. Ja, komm, ist mir egal. Hier gehe ich unten rum und dann speichere ich nämlich und dann beenden wir den Part so langsam mal. Wie gesagt, heute nehme ich nur einen Part auf. Boah, ich muss das echt mal üben. Ich will diesen blöden Powersprung so oft wie möglich schaffen. Aber wenn der wirklich schneller wird, dann ist das natürlich schwierig, ne? Hm, doof. Das ist dann echt ganz schön kacke. Hatte ja echt gehofft, er wäre wirklich so einer, der nicht schneller werden würde. Aber so ist die Attacke natürlich limitiert. So, alles klar. Und damit würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Paper Mario. Bis dahin, Servus.